Hallo bei den Spielzeugen. Soll ich den iPhone? Aber dann sehen wir nichts mehr, Hannah. Also im Zweifel kriegen wir ja auch nur das Weiche auf den Kopf. Ja. Also ich krieg was Nasses auf den Kopf. Weil über dem Ding ist. Ja, das ist nur ein kleiner Klecks. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute machen wir die Elbstones. Genau, die haben auch noch andere Namen. Das schreibe ich einmal in den Titel rein. Dafür muss ich aber tatsächlich erst googeln, weil wir kennen sie nur unter Elbstein oder Elbstones. Stone für Stein und Elb, Elbe, Hamburg, Norden. Und zwar geht es darum, dass man einfach Steine sammelt. Und also ihr braucht Steine. Wir haben jetzt einfach hier die Kieselsteine rund ums Haus genommen. Aber ansonsten könnt ihr jeden x-beliebigen Stein nehmen, den ihr findet. Ja. Dann braucht ihr Farbe. Ich glaube mit Tuschkastenfarbe. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Wir haben jetzt hier von Teddy einfach so Acrylfarbe genommen. Aber das geht auch mit Eddings. Ihr müsst einfach mal ausprobieren, mit was ihr am besten da drauf malen könnt. Und Mama hatte eigentlich andere Farbe gekauft, aber die finden wir nicht mehr. Ich finde die nicht wieder. Ich habe extra bei Rossmann extra Farbe gekauft. Wir haben hier über uns so eine Markise. Wir haben gerade so ein bisschen Angst, dass die uns gleich auf den Deckel fällt. Also ich habe extra bei Rossmann so kleine Töpfchen gekauft für dieses Video und ich finde die ums Verrecken nicht wieder. Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ich finde sie nicht wieder. Und ich weiß ganz genau, wenn wir mit diesem Video fertig sind, finden wir sie. Finden wir die Farbe wieder. Können wir einfach an dem Tag, wo wir sie denn finden, noch mehr Steine malen. Das stimmt, da können wir noch mehr malen. Das ist mein Angefangener. Und das Prinzip von den Elbstones ist eigentlich, dass ihr die Steine bemalt und dass ihr sie auslegt. Das heißt, ihr geht spazieren und ihr verteilt eure bunten Steine irgendwo. Wichtig ist, dass ihr sie nicht beklebt mit irgendwelchen Plastikaugen oder verziert oder so, einfach weil das nicht gut für die Umwelt ist. Das heißt wirklich nur bemalen. Dann legt ihr sie aus und irgendjemand wird den Stein finden. Und der darf ihn dann mitnehmen. Und das Prinzip ist einfach, dass er ihn mitnimmt und woanders wieder auslegt. Das heißt, die kleinen Steine, die reisen dann so ein bisschen um die Welt. Ja, quasi um die Welt. Und wenn man jetzt fliegt mir auch noch ein Haar ins Auge. Und am liebsten würde ich die dann mitnehmen. Man kann sie auch behalten, das ist ja nicht falsch. Aber eigentlich ist das Prinzip, du sollst sie mitnehmen, du sollst dich daran erfreuen und dann sollst du sie wieder auslegen. Also das wird ganz viel hier bei uns in unserer Gegend gemacht und wir haben noch nicht einen Elbstein gefunden. Es gibt aber auch, Steine, die werden zu einer Schlange gelegt. Ja, Mama. Und da ist das Prinzip, dass man die selbstgemalten Steine anlegen soll, damit die Schlange immer länger wird. Ja, und das haben wir beim Kindergarten gesehen. Das stimmt, das haben und wir beim... Und du hattest noch so einmal beim Hühneronkel gesehen. Bei unserem... Ja, auf dem Foto habe ich das gesehen. Das ist nämlich eine, der ich folge. Auf Instagram, ganz liebe Grüße. Moment, jetzt muss ich überlegen. Kick in the Welt, glaube ich, heißt sie auf Instagram. Auf jeden Fall hatte sie gepostet, dass sie bei dem Hühneronkel, wo wir mit die Fahrradtour hingemacht haben, ja, so einen Elbstone hingelegt hat. Und wir sind sofort losgefahren und haben gedacht, vielleicht finden wir endlich mal einen Stein, aber er war schon weg. Leider. Deswegen haben wir bis heute noch keinen gefunden. Aber dafür haben wir die Schlange gefunden. Ja. Hier beim Kindergarten. Wir wollten uns einen nehmen, aber dann haben wir gesehen, da steht... Genau, dass es eine Schlange ist. Ne? Und nicht die, die man weiterreisen lassen soll. Also das ist jetzt mein erster. Und ihr müsst natürlich immer nach den einzelnen Schichten müsst ihr ein bisschen warten und ihn trocknen lassen. Ihr könnt ihn jetzt so lassen, weil wenn er liegt... Dann sieht man ja zum Beispiel das Gesicht. Ihr könnt auch einfach nur was draufschreiben. Ihr könnt ihn komplett bemalen. Ich denke, meiner ist jetzt trocken von der Seite. Das heißt, ich male jetzt hinten auch noch ein bisschen rot. Das wird auch orange. Ja, das wird eine schöne Sauerei. Und wir haben hier alles mit unseren Steinen beschwert, weil das so mega windig ist. Ja. Es wird bestimmt eine schöne Sauerei. Also am besten irgendwas drunter legen, so wie wir das hier gemacht haben. So, und jetzt ist er im Prinzip komplett rot. Und jetzt lege ich ihn aufs Gesicht, damit er halt trocknen kann.
Ja, ich habe jetzt erstmal nur einfach nur ein Herz hier. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was du reinschreibst. Ja, ob ich da was reinschreibe? Ja, ob du nichts reinschreibst. Ob ich nichts reinschreibe? Ich lasse jetzt einfach mein Herz so. An den Seiten schön. Aber jetzt versuche ich nochmal was Schöneres. Der sieht so gut aus, die Erdbeere. Voll die gute Idee. Soll ich ihn zur Seite legen? Keine Antwort ist auch eine. Was mache ich denn jetzt hier draus? Jetzt sage ich, ich will was Cooles machen. Jetzt kannst du es weglegen. Irgendwann fliegt uns hier was um die Ohren, Schnucki. Ja, Mama, aber erst den Stein mache ich komplett gelb. Und dann am Ende, wenn er getrocknet ist, mache ich die andere Seite gelb. Also auch gelb. Und dann mache ich hier ein lächelndes Gesicht und auf der Seite ein trauriges Gesicht. Das ist eine witzige Idee. Hanna hat überall rote Sprenkel im Gesicht. Als wäre ich krank, aber ich bin nicht krank. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Meine Füße schlafen, nein. Ich setze mich auf den Stuhlrand. Haben wir kein dunkles, doch. Kein dunkles Blau? Das haben wir. So. Ich hatte... So, dabei ist das passiert, ne? Also, ich brauche kein Blau. Nicht? Nö. Ich hätte da was anzubieten. Ich habe eine mega coole Idee. Die verrate ich aber nicht. Du hast meistens die besseren Ideen. Ja. Meine Ideen sind voll langweilig. Meiner muss jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Vielleicht könnt ihr schon erahnen, was es werden soll. Deine Erdbeere ist soweit schon mal. So, nächster. Dauert natürlich immer ein bisschen. Dann müsst ihr irgendwie die trocknen lassen und dann könnt ihr weitermalen. Aber von daher ist es sinnvoll, wenn ihr einfach ein paar mehr Steine sammelt. Haltet euch fest. Eine Windböe. Ja, nur eine. Alle mal eben am Stuhl oder am Bett festhalten. Mama, ich mach ein Monster jetzt. Ich hab die Augen versammelt. Finde ich. Aber irgendwie sieht er trotzdem sehr süß aus, auch wenn er jetzt überall Farbe oben am Kopf hat. Ja, Mama. Ich mal ein Alien und zwar zum Beispiel mit einem. Ich mal so ein Monster mit einem Katzenkopf, denn ein Kuhkörper zum Beispiel. Schweinefüße. Das ist eine gute Idee. Und ein Schwanz von. Na, Elster. Sehr gute Idee. Und das ist nur, weil der vier Seiten hat. 1, 2, 3, 4. Und das hier oben male ich denn zum Beispiel gefährlich rot. Ganz knallrot, in dem rotesten Rot. Vielleicht findet ja sogar einer von euch einen von unseren Steinen. Ja, vielleicht. Oh mein Wer weiß, Gott. Die wandern vielleicht durch ganz Deutschland. Das sieht doch lustig aus. Ja. Lustig. Lustig, lustig. Ich hab das jetzt fertig. Ich muss es nur noch anmalen. Man muss ihn also drehen. Ja, hier guck mal. Da musst du beim Anmalen musst du echt aufpassen. Am besten nimmst du da auch Eddings, ne? Ja, so. Tada, tada, tada. Und dann, wenn man hier ist, aha. Das ist eine witzige Idee. The End. Ja, es ist die Wolken schieben sich alle vor die Sonne. Was? Es wird heller definitiv und die Wolken schieben sich alle vor die Sonne. Das heißt, was machst du? Das heißt, es wird frischer, definitiv. Wir machen jetzt noch die letzten Striche und das letzte Ausmalen. Genau. Und dann zeigen wir es euch. Genau, und dann nehmen wir euch mit, wenn wir sie auslegen. Ja. Dann fühle ich mich bestimmt wie der Osterhase. Die Steine sind jetzt hier hinten in meinem kleinen Körbchen vom Fahrrad und jetzt verteilen wir sie, ne Schnucki? Ja, und ich fahre mit. So, wir haben uns dafür entschieden, dass unser erster Stein hier in diese Schlange kommt. Und zwar hier. Die Blume. Genau,
Hier ist nämlich schon eine längere Schlange. Guck mal, der Hund ist auch süß, den einer gemalt hat. Eine kleine Melone. Guck mal, da hätte deine Erdbeere gut dazu gepasst. Aber da liegt jetzt unsere Blume. Weiter geht's. Hanna hat jetzt hier den nächsten und will ihn hier beim Spielplatz. Also hier ist ein Spielplatz. Ja. Und einfach da unten wird sie ihn hin. Ja. Okay. So, dass man ihn sieht, ne? Na gut, nein, das ist schon okay. Den sieht man garantiert so leuchtend blau, wie der ist. Ja. Perfekt. Guck mal. Also wer den nicht sieht, weiß ich auch nicht. Nee. Weil wenn ich den will, dann sehe ich den ja schon von. Ja, vor allen Dingen, weil der hier direkt am Eingang ist. Ja, da sieht ihn jeder. So, wir haben uns überlegt, dass wir den Minion hier auf so einem Poller platzieren. Also ich glaube, den müsste man auf jeden Fall sehen, ne? Ja. Wenn man hier vorbeikommt. Geht ja auch darum, dass die Leute sich ein bisschen freuen, wenn sie ihn finden. Und der letzte Stein ist mein Ottifant und den legen wir hier einfach auch auf einen Stein, damit man ihn sehen kann. Oder so stellen. Nee, warte. Trö, nach oben. Ja, wie so? Ja, wie Benjamin Blümchen. Aber meinst du nicht, dass der Wind ihn umkippt und er dann, naja, weit fallen tut er nicht, ne? Okay, tschüss. Gute Reise, wohin auch immer. Wir sind jetzt wieder zu Hause, wir haben alle Steine verteilt und im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass wir vergessen haben, sie mit Klarlack zu besprühen. Das wäre natürlich wichtig gewesen, damit die Farbe richtig, richtig gut hält. Aber es soll jetzt die nächsten Tage nicht regnen, von daher haben wir vielleicht Glück, dass die Farbe eine Weile hält. Und ansonsten, ja, beim nächsten Mal sind wir schlauer, ne? Hm. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.